war absehbar. Er muss diese Dinge echt gern haben. Wir sind getroffen. Was ist das da in den Wolken? Das muss der Hexaglobus sein. Cool. Weniger staunen, mehr landen. Okay, ich kann landen. Aber das wird holprig. Hoppla, nicht so wild. Oh, ganz ruhig, Kleiner. Wir sind dabei, Sonic, okay? Und Tails holen deine Freunde zurück. Das geht schon. Sonic, hast du die Tiere von Dr. Eggman zurückbekommen? Nur den einen Container, den er von seinem Eggmobil runterwarf. Wie bitte? Nur den einen? Puh, schwach. Ich hätte sie längst alle zurückgeholt. Du musst die anderen retten. Oh, ich will gar nicht dran denken, was Dr. Eggman diesen armen Tierchen antut. Geht klar. Das Einmaleins der Transformation. Häschen zu Badnix. Wumm! Schon hat man eine ganze Armee. Und die brauche ich auch, wenn ich die Welt unter mir beherrschen will. Du bist ein wahrer Eroberer. Oh ja, allerdings. Schließlich habe ich euch erobert, nicht wahr? Und mit eurer Hilfe werde ich nicht nur die Welt beherrschen, sondern dieser blauen Nervensäge Sonic den Garaus machen. Dr. Eggman will, dass der kleine Igel vernichtet wird. Gut! Ich bin gerade in Vernichtungslaune! Das mag ich an dir, Sass. Immer kampfbereit. Egal, gegen wen es gerade geht. Allerdings! Ich bin zu allem bereit! Ob man gewinnt oder verliert, man lernt doch immer etwas über den Feind. Hey, ich hab dich schon gesucht, alter Glatzkopf. Wer sind deine Freunde? Freunde? Das sind niemandes Freunde. Das sind die schrecklichen Sechs. Jedermanns schlimmste Feinde. Sass, zeig diesen blauen Quälgeist, wo hier der Hase langläuft. Aber gern doch. Mich juckt es schon den ganzen Tag lang nach einem Kampf. Dich juckt es eher, weil du dich mal waschen musst. Machst du dich über mich lustig? Hä? Vielleicht. Ich mach dich fertig! Ich würde ja gerne sehen, wie er dich auseinandernimmt. Aber ich habe leider zu tun. Ich wüsste da den perfekten Ort, an dem ich dich erledigen kann. Ach wirklich? Ich wüsste den perfekten Ort, an dem ich dich treten kann. Puh. Also, sind wir soweit, Tails? Ich habe einen Fernseher aus Büroklammern gebaut. Ja. Und einen Supercomputer mit Spülmittel und einem Zahnstocher umprogrammiert. Ich weiß. Also einen Propeller an einen Doppeldecker zu reparieren, ist ein Kinderspiel für mich. Ja, du brauchst mir nicht gleich deine ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Ein einfaches Startklar hätte auch gereicht. Na schön. Cool! Diese Tiere sind nicht gerade überwältigend. Ich bin enttäuscht von euch inkompetenten Stümpern. Und zwar gewaltig enttäuscht. Das interessiert uns reichlich wenig, Meister. Interessiert es euch jetzt? Bringt mir beim nächsten Mal bessere Tiere. Du Fettwanz, kümmere dich um die blaue Nervensäge. Hey, wer ist hier ein Fettwanz? Du, wenn du dich beeilst und Sonic schnell vernichtest, bekommst du ein noch größeres Sandwich. Oh toll, Sandwich! Oh, Feuer!
Sind die Energiepegel grün, Orbot? Energiepegel stabil. Extraktor aktiviert. Ich fühle mich von Sekunde zu Sekunde stärker! Energiepegel schwanken. Reaktion instabil. Ich würde es wieder ausschalten, Boss. Sonst überlädt es sich. Na, dann mach es aus! Oh, warum hat es aufgehört, Boss? Ich habe mich so gut gefühlt! Die Maschine ist instabil. Wir wollen diesem Planeten nur etwas Energie abzapfen. Wir wollen ihn nicht zerstören. Jedem das Seine. Ein Wort des Rates. Diät und Fitness. Das sind aber drei Worte. Hey! Ich verputze dich zum Nachtisch. Mit vollem Mund spricht man nicht. Na klar. Ich hab den Gin vergessen. Bin gleich wieder da. Hey, wo willst du hin? Ich feile an euren Fähigkeiten. Ich stelle euch meine allerbesten Roboter zur Verfügung. Ich gebe euch sogar ein Riesen-Sandwich. Und trotzdem enttäuscht ihr mich. Ich bin ein gutherziger Mensch. Die Muschel sieht verdächtig aus. Moment mal. Sonic! Ich glaube, das Ding in Dr. Eggmans Hand ist... Nein! Dr. Eggmans Muschel ist weg. Das war ein Fehler. Papalapap, seit wann ist es ein Fehler, dir dein Spielzeug wegzunehmen? Seit es das Einzige ist, was sechs wütende Setti davon abhält, meine Roboter zu kontrollieren. Blödes Stachelvieh. Greift an! Lasst ihn dafür büßen, dass er uns versklavt hat. Au! Patschblitz! Ich drück mich nicht gern vom Kämpfen, Tails, aber ich will nicht, dass du weggebrutzelt wirst. Ja, nicht weggebrutzelt zu werden, Bennett. Robert, wir gehen! Oh Mann, ich hätte auf dich hören sollen, Tails. Was du nicht sagst. Ach, armer Cupid, ich kannte ihn gut. Oh, mein Stimmenchip ist ganz plemplem. Dank Sonic ist hier alles plemplem. Meine Martha-Muschel war das Einzige, was diese sechs Wahnsinnigen unter Kontrolle hielt. Ein natürliches Gegenmittel gegen ihre Kräfte. Sehr schmerzhaft. Und äußerst selten. Die Setti sind in der Lage, Magnetfelder zu manipulieren. Sie lassen elektronische Geräte, auch meine Roboter, interessante Dinge tun. Diese Kräfte habe ich mit der Muschel in Schach gehalten, bis Sonic sie in seiner Dummheit weggetreten hat. Ach, schwör ab, Dr. Eggman, und lass uns hier wieder klar Schiff machen. Ich hoffe, die Setti verputzen dich bei lebendigem Leib, du aufdringlicher Igel. Okay, wer von den Geschworenen die Ansicht vertritt, dass Dr. Eggman total der Holzkopf ist, hebt die Hand. Na bitte. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Ich habe nicht die Hand gehoben. Ich werde meine friedvollen Tage der Gartenarbeit wohl erst antreten können, wenn ich mich um diese Angelegenheiten gekümmert habe, die eure Kompetenzen übersteigen. Bitte, Meister Sick. Mit solchen Problemen brauchst du dich nicht zu befassen. Das ist unter deiner Würde. Oh, nun mach dir mal keine Sorgen. Ein bisschen Bewegung wird meinen alten Knochen gut tun.
Ich habe den Blauen auf die Probe gestellt. Er ist stärker, als ich dachte. Er hat großes Potenzial. Wen interessiert das? Jetzt, wo ich frei bin, werde ich Dr. Eggman quetschen, bis er platzt. Und dann aufessen, nehme ich an. Ja. Es gibt bessere Methoden, ihn zu bestrafen. Ein schmackhaftere? Was würdest du sagen, wenn wir Dr. Eggmans Welt zerstören und seine Energie nutzen würden, um unglaublich mächtig zu werden? Ich würde sagen, dass ich euch ein guter Lehrer war. Ja, das warst du. Und es wird Dr. Eggmans eigene Erfindung sein, die ihm zum Verhängnis wird. Sonic, hier passiert was Schlimmes. Oh, was meinst du? Ich weiß nicht. Es ist, als würde irgendwas am Himmel der Welt die Energie entziehen. Alles ist kalt und leblos. Pflanzen, Tiere und sogar die Luft. Okay, passt auf euch auf da unten. Ich werde versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Deine Zeit ist fast um, Meister Igel. Ich werde dir eine Lektion in Sachen Respekt erteilen. Eine schmerzhafte Lektion. Oh ja, jemand wird hier was lernen, in der Tat. Folge mir, wenn du dich traust. Wir beide haben ein Problem. Ein so großes, dass wir es gemeinsam bewältigen müssen. Schnickschnack, ich hab dir doch gesagt, dass wir allein mit den Setti fertig werden. Das mag ja sein, aber die aufmüpfige Bande hat eins meiner Geräte in die Finger bekommen und setzt es für etwas ein, für das es nie gemacht war. Für was war es denn gemacht, Doktor? Es sollte unserer Welt Energie entziehen, aber die Maschine ist instabil. Wenn sie voll in Fahrt ist, kann sie nicht mehr ausgestellt werden. Sie laugt unsere Welt komplett aus. Ah, das war es also, wovon Amy sprach. Und du willst sie jetzt sicher zerstören, stimmt's? ja. Aber dafür bin ich doch da. Das ist mal wieder typisch für dich, Igel. Wenn du eine katastrophale Explosion auslösen willst, die im Umkreis von 100 Meilen alles platt macht, na bitte, hau drauf! Dann gibt's also keine Stopptaste? Nein, gibt's nicht. Ich muss zur Maschine gelangen und die Abschaltsequenz umprogrammieren. Ich stelle den Griff zur Verfügung und ihr die Muskelkraft, um an den Setti vorbeizukommen. Oh, und du bittest uns so nett. Der war gut. Danke. Nimm dich zusammen, Tails. Ich bin auch nicht scharf darauf, mit meinen Erzfeinden zusammenzuarbeiten, aber unsere ganze Welt ist in Gefahr. Ja, mit dir zusammenarbeiten ist schlimmer als der Weltuntergang, Dr. Eggman. Wenn wir das hinter uns haben, brauche ich erstmal Urlaub. Wow, ist das nicht etwas übertrieben? Mann, wie viele Militärfabriken braucht man eigentlich? Wenn du sie nicht andauernd zerstören würdest, bräuchte ich nicht so viele. Und fertig! Ah, danke, dass du mich repariert hast. Keine Ursache. Tut mir leid, dass du einen Stimmenchip hast, der von einem Kleinkind gebastelt wurde. Ich glaube, mir war es lieber, als wir noch auf unterschiedlichen Seiten standen. Da bin ich ganz deiner Meinung, Eiergesicht. Hey, nun mal halblang. Ehe wir anfangen, uns gegenseitig zu vernichten, sollten wir dran denken, weshalb wir zusammenarbeiten. Okay, erinnere mich noch mal daran. Tails, wir brauchen Dr. Eggman, um seine Maschine auszuschalten. Und mir traust du das nicht zu? Was? Nein, ich trau dir das zu, Tails, aber es... Nein, tust du eben nicht. Du hast mehr Vertrauen in Dr. Eggman. Weißt du, wie weh das tut? Ich vertrau dir, Tails, aber die ganze Welt ist in Gefahr und ich bin schuld daran. Weißt du, wie weh das tut? Ehrlich gesagt, nichts tut mehr weh, als dieser Konversation zuzuhören. Sei still, Eggman! Was machst du denn noch hier? Ich mach mich nur fertig. Na,
Du lässt dir aber ganz schön Zeit. Aber das ist ja auch mein gutes Recht, nicht wahr? Was wäre, wenn ich dir sage, dass du die Einzige bist, die ich für schnell genug, schlau genug und schön genug halte, den blauen Igel zu besiegen? Nun, dann hast du wohl die Richtige für den Job. Ah, das war so einfach, dass ich fast ein schlechtes Gewissen habe. Das war cool. Im wahrsten Sinne des Wortes. Deine Leistung ist beeindruckend, kleiner Igel. Aber du bist zum Scheitern verurteilt, genau wie dieser dumme Dicke vor dir. Ich werde noch dicker, wenn ich euch weggeputzt habe, ihr mächtigen Eggmans! Wow! Deine Drohungen sind fast so lustig wie dein Schnurrbart. Aber zu deiner Erfindung muss ich dich beglückwünschen. Je mehr Energie wir deiner sterbenden Welt entziehen, desto stärker werden wir. Ja, habe ich auch gemerkt. Wo werden wir leben, wenn es diese Welt nicht mehr gibt? Ach ja! Euch gibt's dann auch nicht mehr! Ich mach euch die Hölle heiß, ihr Fieslinge. Ich zerstöre alles, was euch lieb und teuer ist und lass euch dabei zusehen. Was? Deine Hände? Solange ich noch einem Setti an die Gurgel kann, sind meine Hände in Ordnung. Mach Platz, du Yeti-Tussi. Bei unserer letzten Begegnung hast du mir die Nägel ruiniert. Jetzt muss ich nochmal drüber lackieren. Ach du lieber Himmel, ist das dein Ernst? Mhm. Na, das tut mir aber leid. Oh, na, wenn das so ist. Nein, ich meinte, mir tut es leid, dass du nichts Wichtigeres in deinem Leben zu tun hast. Ach, dafür wirst du mir büßen. Sobald meine Nägel trocken sind. Ich hab satt, deinen Kopf rumzuschleppen, Kumpel. Hier ist ein Schneeroboterkörper für dich. Ich kann meine Beine nicht spüren. Natürlich. Deine Roboter sind der Inbegriff deiner Genialität, Dr. Eggman. Aber dabei fällt mir was ein. Ich glaube, ich kann den Hexaglobus mit Hilfe von Schwerelosigkeit implodieren lassen. Wir könnten die Setti auf einen Streich zerstören. Ja, und alle anderen Lebewesen gleich mit. Hast du sie noch alle? Natürlich gäbe es Kollateralschäden. Kollateralschäden? Was bist du für ein Monster? Tails! Tut mir leid. Muss ein plötzlicher Wutanfall gewesen sein. War wohl keine gute Idee, den Dummkopf auf einen Kampfroboter zu setzen. Im Nachhinein muss ich dir zustimmen, Doc. Danke für deine Hilfe. Aber kannst du jetzt aufstehen? Ich versteh's nicht. Erst willst du uns alle platt machen und dann rettest du einen deiner Erzfeinde. Ich bin eben ein vielschichtiger Typ. Und du? Was sollte das, Tails? Du hättest dabei draufgehen können. Ich wollte nur helfen. Sonic ist viel stärker, als ich dachte. Ja, er wäre ein hervorragender Sklave. Dr. Eggman hat uns beigebracht, wie man Roboter baut. Dann machen wir den Igel zum Roboter. Exzellenter Plan, Meister. Auf die Idee wärst du sicher auch selbst gekommen. Mit der Zeit. Die Zeit, die rennt Sonic davon. Irgendwas stimmt nicht. Die haben wir wohl übersehen. Sonic, das ist eine Falle! Tails, nein! Oh, diese gemeinen Fiesen! Tails hat sich für uns alle eingesetzt. Sorgen wir dafür, dass sein Opfer nicht umsonst war. Ich bin sonst immer der Schnellste. Aber ich war zu langsam, um meinen besten Freund zu retten. Seufz.
ist alles so sinnlos. Hey, was habt ihr mit Tails angestellt? Was? Ich glaub's nicht. Wir haben dich doch gefangen. Von wegen. Ihr habt meinen Freund geschnappt und ich will ihn zurückhaben. Mano, dieser Tag wird immer blöder. Ach, soll's. Ich muss den anderen die schlechten Neuigkeiten erzählen. Schlechte Nachrichten übermitteln mache ich sowieso am liebsten. Um dich kümmere ich mich später, Loser. Und nun, Sonic, werden wir... Wieso ist der nicht blau? Ihr unfähigen Trottel, nicht mal die simpelsten Aufgaben bekommt ihr fertig. Na schön, wir können einen Vorteil daraus ziehen. Irgendwer hat hier absoluten Mist gebaut. Wir haben Sonic gar nicht. Wer sagt das? Seht euch den Angeber an. Oh, ich bin der Schnellste. Oh, mir wird schlecht. Seid ihn ein bisschen zurechtzustürzen. Wenn wir deinen Freund nicht finden, kann ich dann dein Gefährte sein? Was? Sei still! Was ist denn das für eine Frage? Naja, ich meine ja nur, ich würde lieber für dich arbeiten als für Dr. Eggman. Hallo? Ich kann dich hören, falls du das nicht weißt. Oh, Bot, so ein Patzer wird mir nicht nochmal passieren. Ich werde Tails retten. Siehst du? Und genau deshalb will ich dein Gefährte sein. Tails hat es so gut. Also, unmöglich! Ich bin hier, ich höre immer noch mit! Hallo, Sonic. Ja, ich hab dich schon gesucht. Und wir haben dich gesucht. Leider haben wir deinen Freund Tails zuerst gefunden. Hey, wenn ihr ihm auch nur ein Haar krümmt. Keine Sorge, wir machen etwas Besseres aus ihm. Als Roboter wird er viel glücklicher sein. Nein! Die wollen Tails in einen Roboter verwandeln. Unfassbar. Ach, ich weiß nicht. Roboter sein ist gar nicht so übel. Aus meiner Sicht ist es ein Albtraum. Wer ist bloß darauf gekommen, mir diesen Hohlkopf aufzusetzen? Dein Freund hat mich zum letzten Mal bloßgestellt. Nun wirst du das Mittel zu meiner Rache sein. Es wird lustig, wenn dich dein Kumpel zu Rührei verarbeitet. Rührei. Genieße deine letzten Momente freien Willens. Wenn wir zurückkommen, bist du unser Sklave. Büroklammern gebaut und einen Supercomputer mit Spielmittel und einem Zahnstocher umprogrammiert. Hierfür brauche ich nicht mal Spülmittel. Wow, geht ganz schön tief runter. Ja, yeah, allerdings. Das war's dann für euch! Diese Energiemaschine hat uns noch viel stärker gemacht! Dr. Eggman! Ah!
dass wir uns rächen! Stimmt's, Meister? Richtig. Rache ist ein Gericht, das serviert man am besten kalt. Oh Mann, du machst mich hungrig! Schnell, wir müssen ihn vernichten! Amy? Knuckles? Hallo? Oh nein, ihr schon wieder. Hör auf zu nörgeln, Mann. Dafür bin ich da. Gib dich geschlagen und geh zu deinem Freund. Tails? Oh Mann, wenn ich euch in die Finger bekomme. Ich verspreche dir, du wirst dich in unseren Diensten wohlfühlen. Ich werde euch niemals dienen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Zerstöre Sonic. Zurück, Tails! Ich übernehme den Rest. Gute Arbeit! Nun muss ich meine Pflicht tun und dieses Ding hier ausschalten. Es ist aus. Wer hat es ausgeschaltet? Ich natürlich! Ich brauchte etwas Ruhe, um meinen Roboter aufzuladen, nachdem ihr mich an den Zeppi vorbeigebracht hattet. Meinen Untergang vorzutäuschen war genau das Richtige. Und nun ist meine ultimative Waffe vollendet. Mit der Energie aus dem Extraktor kann ich jetzt endlich die Welt regieren. Natürlich ist es schade um das Chaos da unten, aber es gibt immer noch genug zum Erobern. Das Einzige, was erobert wird, ist dein Gesicht, Dr. Eggman. Du weißt, dass du nicht auf Dr. Eggman angewiesen warst, oder? Ich hätte das Ding auch selbst ausschalten können. Tut mir echt leid, Tails. Ich werde nie wieder an dir zweifeln. Schon okay. Oh, und hier ist was, das noch nicht mal Dr. Eggman geschafft hat. Ich habe seine Maschine umprogrammiert, damit sie der Welt die gestohlene Energie zurückgibt. Nimm das, Dr. Eggman! Wart's nur ab, Sonic! Ich suche mir eine neue Muschel und dann gehören die Setti wieder mir! Nur mache ich sie nächstes Mal stärker! Komisch. Warum funktioniert mein Jetpack nicht? Vielleicht, weil ich mir den Auspuffschlauch geborgt habe. Sonic! Hier hast du deine Energie zurück, Welt. Wohlbekommt's! Der Frühling ist dieses Jahr früh dran. Dank dir und Tails. Ich hätte das ja schneller hinbekommen, aber was soll man machen? Nach so einem Tag wie heute könnte ich ein Nickerchen im frischen grünen Gras vertragen. Dein Gesicht? Ja, dein Gesicht. Schön, dein Gesicht zu sehen. Boss, dein Gesicht. Er ist ein wenig schmutzig. Ich wische es dir ab. Ihr Komiker. Lasst uns hier abhauen, bevor mein Tag noch mieser wird.
Warum können wir ihm das mit seinem Schnurrbart nicht sagen? Wir warten lieber, bis er unsere Köpfe wieder trennt. Dann kannst du es ihm sagen und das ganze Loop einschrecken. Super, danke! Was ist mit meinem Schnurrbart?